Hallo, liebe Freunde der Nachtgedanken. Ich habe heute wieder ein Märchen rausgesucht. Wir ballern uns jetzt einmal quer durch die Geschichte der Gebrüder Grimm. Wem das nicht gefällt, der soll mir bitte einen Alternativvorschlag schicken und ich bringe das dann morgen Abend. Aber bis ich meine anderen Bücher bekomme, machen wir noch ein bisschen Märchenstunde. Und zwar heute Abend die 12 Jäger. Märchen Nummer 67 der Gebrüder Grimm und ich hoffe einfach mal, es wird nicht so blutrünstig und FSK 18 wie in den letzten Tagen. Die 12 Jäger. Es war einmal ein Königssohn, der hatte eine Braut und hatte sie sehr lieb. Als er nun bei ihr saß und ganz glücklich war, da kam die Nachricht, dass sein Vater todkrank läge und ihn noch vor seinem Ende zu sehen verlangte. Da sprach er zu seiner Liebsten: Ich muss nun fort und ich muss dich verlassen. Da geb ich dir nun einen Ring zu meinem Andenken. Wenn ich König bin, komm ich wieder und hol dich heim. Da ritt er fort, und als er bei seinem Vater anlangte, war dieser sterbenskrank und dem Tode nah. Er sprach zu ihm: Liebster Sohn, ich habe dich vor meinem Ende noch einmal sehen wollen. Versprich mir, dich nach meinem Willen zu verheiraten. Und nannte ihm eine gewisse Königstochter, die sollte seine Gemahlin werden. Der Sohn war so betrübt, dass er gar nicht nachdachte, sondern sprach: Ja, lieber Vater, was euer Wille ist, soll geschehen. Und darauf schloss der König die Augen und starb. Als nun der Sohn zum König ausgerufen und die Trauerzeit vorüber war, musste er das Versprechen halten, das er seinem Vater gegeben hatte, und ließ um die Königstochter werben, und sie wurde ihm auch zugesagt. Das hörte seine erste Braut und grämte sich über die Untreue so sehr, dass sie fast verging. Da sprach ihr Vater zu ihr: Liebstes Kind, warum bist du so traurig? Was du dir wünschst, das sollst du haben. Sie überlegte einen Augenblick, dann sprach sie: Lieber Vater, ich wünsche mir 11 Mädchen von Angesicht, Gestalt und Wuchs mir völlig gleich. Sprach der König: Wenn's möglich ist, soll dein Wunsch erfüllt werden. Und ließ in seinem ganzen Reich so lange suchen, bis 11 Jungfrauen gefunden waren, seiner Tochter von Angesicht, Gestalt und Wuchs völlig gleich. Als sie zu der Königstochter kamen, ließ diese 12 Jägerkleider machen, eins wie das andere, und die 11 Jungfrauen mussten die Jägerkleider anziehen, und sie selber zog das 12. an. Darauf verabschiedete sie sich von ihrem Vater und ritt mit ihnen fort und ritt an den Hof ihres ehemaligen Bräutigams, den sie so sehr liebte. Da fragte sie an, ob er Jäger brauchte und ob er nicht alle zusammen in seinen Dienst nehmen wollte. Der König sah sie an und erkannte sie nicht. Weil es aber so schöne Leute waren, sprach er ja, er wollte sie gerne nehmen, und da waren sie die 12 Jäger des Königs. Der König hatte aber einen Löwen. Das war ein wunderliches Tier, denn er wusste alles Verborgene und Heimliche. Es trug sich zu, dass er eines Abends zum König sprach: Du meinst, du hättest da 12 Jäger? Ja, sagte der König. 12 Jäger sind's, sprach der Löwe weiter. Du irrst dich, das sind 12 Mädchen. Antwortete der König: Das ist nimmermehr wahr, wie willst du mir das beweisen? Oh, lass nur Erbsen in dein Vorzimmer streuen, antwortete der Löwe. Da wirst du's gleich sehen. Männer haben einen festen Tritt. Wenn die über Erbsen hingehen, regt sich keine. Aber Mädchen, die trippeln und trappeln und schlurfen, und die Erbsen rollen. Dem König gefiel der Rat gut, und er ließ die Erbsen streuen. Es war aber ein Diener des Königs, der war den Jägern gut, und als er hörte, dass sie auf die Probe gestellt werden sollten, ging er hin und erzählte ihnen alles wieder und sprach: Der Löwe will dem König weismachen, ihr werdet Mädchen. Da dankte ihm die Königstochter und sprach darauf zu ihren Jungfrauen: Beherrscht euch und tretet fest auf die Erbsen. Als nun der König am anderen Morgen die 12 Jäger zu sich rufen ließ und sie ins Vorzimmer kamen, wo die Erbsen lagen, traten sie so fest darauf und hatten einen so sicheren, starken Gang, dass auch nicht eine rollte oder sich bewegte. Da gingen sie wieder fort, und der König sprach zum Löwen: Du hast mich belogen. Sie gehen ja wie die Männer, antwortete der Löwe. Sie haben gewusst, dass sie auf die Probe gestellt werden sollten, und haben sich zusammengenommen. Lass nun einmal 12 Spinnräder ins Vorzimmer bringen, dann werden sie herbeikommen und werden sich daran erfreuen, und das tut kein Mann. Dem König gefiel der Rat, und er ließ die Spinnräder ins Vorzimmer stellen. Der Diener aber, der es redlich mit den Jägern meinte, ging hin und berichtete ihnen von dem Anschlag.
Da sprach die Königstochter, als sie allein waren, zu ihren 11 Mädchen: Beherrscht euch und blickt euch nicht um nach den Spinnrädern. Als nun der König am anderen Morgen seine 12 Jäger rufen ließ, kamen sie durch das Vorzimmer und sahen die Spinnräder gar nicht an. Da sprach der König wiederum zum Löwen: Du hast mich belogen, es sind Männer, denn sie haben die Spinnräder gar nicht angesehen. Der Löwe antwortete: Sie haben gewusst, dass sie auf die Probe gestellt werden sollten und haben sich zusammengenommen. Der König aber wollte dem Löwen nicht mehr glauben. Die 12 Jäger folgten dem König immer zur Jagd und er hatte sie je länger, je lieber. Nun, als sie einmal auf der Jagd waren, geschah es, dass Nachricht kam, die Braut des Königs wäre im Anzug. Als die eigentliche Braut das hörte, tat's ihr so weh, dass ihr fast das Herz stehen blieb und sie ohnmächtig auf die Erde fiel. Der König meinte, seinem lieben Jäger sei etwas zugestoßen, lief hinzu und wollte ihm helfen und zog ihm den Handschuh aus. Da erblickte er den Ring, den er seiner ersten Braut gegeben hatte, und als er ihr ins Gesicht sah, erkannte er sie. Da wurde sein Herz so gerührt, dass er sie küsste, und als sie die Augen aufschlug, sprach er: Du bist mein, und ich bin dein, und kein Mensch auf der Welt kann das ändern. Zu der anderen Braut aber schickte er einen Boten und ließ sie bitten, in ihr Reich zurückzukehren, denn er habe schon eine Gemahlin, und wer einen alten Schlüssel wiedergefunden habe, brauche den neuen nicht. Darauf wurde die Hochzeit gefeiert, und der Löwe wurde in Gnade wieder aufgenommen, weil er doch die Wahrheit gesagt hatte. Endlich mal ein Märchen, bei dem keiner stirbt, außer dem alten König, und keinem der Kopf abgehackt wird. Ich bin richtig glücklich. So mag ich die Brüder Grimm. Und euch wünsche ich jetzt eine gute Nacht.